Hallo und herzlich willkommen zu Zwonk. Ich bin Isa und heute begrüße ich euch mal vor neuer Kulisse, denn ich habe ein neues Billigregal und ich habe es auch schon eingeräumt. Und eventuell erwartet euch dazu noch eine Überraschung, falls das Video, das eine Überraschung sein soll, etwas geworden ist. Aber ja, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich möchte heute nämlich mit euch über die Optimierer von Theresa Hanek aus dem Bastei-Lübbe Verlag sprechen. Das Buch ist am 29.09. erschienen, hat ungefähr 300 Seiten und kostet neu 10 Euro. Das hier ist ein Rezensionsexemplar. Nochmal vielen Dank dafür. Und ja, die Ausgabe finde ich richtig schön. Ist mal wieder nicht besonders lieb zur Kamera, aber es hat eben schön glänzende Elemente und ich finde das Design unheimlich ansprechend. Und ich finde es einfach toll, dass dieses Taschenbuch endlich mal kein Vermögen kostet. Das muss man dem Ganzen auch noch zugute halten, denn in letzter Zeit hatte ich auch gern mal 300 Seiten Taschenbücher in der Hand, für die man dann plötzlich fast 17 Euro bezahlen sollte. Von daher bin ich damit unheimlich zufrieden und dazu ist es, wie gesagt, keine ganz normale Ausgabe, sondern sie ist eben wirklich, wirklich schön aufgemacht und weil mir das immer sehr wichtig ist, dieses Buch kann man auch wirklich vernünftig aufklappen, ohne eine Leserille reinzumachen. Das finde ich immer sehr schön und angenehm zu lesen. Ja, von daher, bei der Ausgabe stimmt schon mal alles und wie es mit dem Inhalt aussieht, verrate ich euch jetzt. Jeder an seinem Platz, so lautet das Motto im Jahr 2052 in der EU. Beziehungsweise in der BEU, nämlich in der Bundesrepublik Europa, zu der dann auch Deutschland gehören soll. In dieser Dystopie geht es um Samson Freitag und Samson Freitag ist Lebensberater. Denn das Motto, jeder an seinem Platz, wird hier wirklich überall umgesetzt und es gibt solche Lebensberatungen, die man eben buchen kann. Die erste ist sogar kostenlos, dann wird einem ein Beruf zugewiesen, den man dann eben auch annehmen muss und die meisten Berufe bekommt man eben auch nur durch diese Lebensberatung. Dementsprechend muss man eben mehr oder weniger, um erfolgreich sein zu können, in den meisten Fällen eine Lebensberatung in Anspruch nehmen, um dann eben auch einen Beruf zu bekommen, der zu einem passt. Aber anders als in vielen normalen Dystopien ist es nicht so, dass jedem wirklich etwas zugewiesen wird, sondern man muss es eben auch wollen. Man muss eben diese Leute buchen, damit sie einem eben einen Beruf zuteilen. Man kann es aber eben auch lassen und es kann auch als Ergebnis herauskommen, dass man sich als Arbeitsloser eignet, denn wenn man für die Gesellschaft sozusagen keine besonderen Fähigkeiten hat, ist es für die Gesellschaft in manchen Fällen eben auch besser, wenn man keinem Job nachgeht. Und genau das passiert zu Beginn dieses Buches, denn Samson ist auf dem Weg zu einer Klientin und er merkt, dass die junge Frau wirklich keine Interessen, keine Talente hat und dazu auch noch sehr unrealistische Vorstellungen für ihre Zukunft und somit verkündet er ihr, dass sie arbeitslos sein soll und daraufhin rastet unsere Klientin extrem aus und beschwert sich beim Amt für Lebensberatung über Samson und ja, damit kommt ein Stein ins Rollen, denn Samson führt bis dato ein wirklich perfektes Leben. Er hat einen Beamtenjob, den er sehr gerne mag und ja, in dem er auch völlig aufblüht. Er steht voll und ganz hinter dem System und er soll bald befördert werden und freut sich einfach darüber und auch wenn er mit seinem Job halt sehr zufrieden ist, freut er sich natürlich darüber, kurz davor zu sein, aufzusteigen. Doch es passieren immer wieder ganz kleine Sachen, die dazu führen, dass ihm Punkte von seinen Sozialpunkten abgezogen werden. Denn in dieser Gesellschaft dreht sich auch alles um diese Sozialpunkte und je nachdem, was man so tut in seinem Leben, bekommt man eben Punkte dazu oder es werden welche abgezogen und danach richtet sich dann eben auch der gesellschaftliche Status, in dem man dann lebt. Und mehr möchte ich euch zu dieser Geschichte gar nicht verraten, denn zum einen ist das Buch nicht allzu lang und zum anderen ist es einfach so interessant und spannend, was es hier alles für Aspekte in der Gesellschaft gibt. Und ich gehe jetzt langsam auch schon zur Bewertung über, denn dieses Buch ist in meinen Augen nicht zu realitätsfern. Dazu muss man noch sagen, dass unsere Autorin einen politikwissenschaftlichen Hintergrund hat und den merkt man hier auch. Und ich finde, man merkt aber auch, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht hat,
wie weit könnte es bis zu dieser Zeit gehen? Und das finde ich einfach genial, denn obwohl das Ganze natürlich sehr viele Jahre in der Zukunft spielt, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so ein krasser Technologiesprung ist, wie zum Beispiel bei Zurück in der Zukunft, jetzt in Anbetracht dessen, wann diese Filme gedreht wurden. Nein, wir haben hier wirklich eine Welt, in der sich nur ganz kleine Dinge verändert haben und technologisch auch relativ realistisch wirken, doch diese wirken sich eben sehr krass auf die Gesellschaft aus. Und wie diese Auswirkungen sich abspielen, merken wir eben in diesem Buch. Dazu finde ich es toll, dass dieses Buch endlich mal nicht in den USA spielt, so wie viele andere Dystopien. Ich meine, klar, natürlich kommen viele Autorinnen und Autoren aus den USA. Dementsprechend gibt es eben auch viele populäre Bücher, die eben aus den USA kommen und in den USA spielen. Aber ich finde es hier besonders spannend, dass es um die Zukunft der EU geht und das Buch spielt eben auch in Deutschland. Und ja, das finde ich halt irgendwie ziemlich cool, weil es somit einen doch eher was angeht, als wenn es nun um ein Land geht, das irgendwie den halben Erdball entfernt ist. Und ja, dementsprechend fand ich das auf jeden Fall sehr cool, dass wir hier mal eine europäische Dystopie bekommen. Toll fand ich auch den Ton, in dem das Ganze geschrieben ist, denn die Sprache ist relativ bürokratisch, was voll und ganz zu unserem Protagonisten passt, aus dessen Sicht wir auch die Geschichte erfahren. Aber das Ganze ist trotzdem ein bisschen umgangssprachlich. Man hat einfach das Gefühl, relativ schnell warm damit zu werden, aber man hat trotzdem eben dieses Gefühl, dass man sich hier eben in einer anderen Zeit befindet. Und diese Mischung fand ich wirklich sehr gelungen und ich habe unheimlich schnell einen Zugang dazu gefunden. Und dementsprechend konnte ich mich auch voll und ganz von der Geschichte verschlingen lassen. Also ich persönlich finde ja, dass man oft nicht nur Bücher verschlingt, manchmal ist es eben auch andersrum. Und letzteres war bei diesem Buch auch absolut der Fall bei mir. Die Stimmung in dem Buch ist eher ernst, was aber auch ein wenig an unserem Protagonisten liegt. Aber manche Details kommen eben immer wieder und erzeugen eine gewisse Situationskomik, sodass wir zwar eine ernst wirkende Geschichte haben, die scheinbar auch eine sehr ernste Gesellschaftskritik innehat, die meiner Meinung nach auch wunderbar artikuliert wird, aber gleichzeitig ist es einfach wunderbare Unterhaltung, weil man es eben schafft, diese kritischen Aspekte irgendwie auch so zu verpacken, dass sie einen beim Lesen absolut erheitern. Und ihr merkt schon, ich bin relativ begeistert von dem Buch, was eben auch an dieser guten Mischung liegt. Und ich finde, alles in allem wollte man bei diesem Buch einfach nicht zu viel und hat das, was man wollte, einfach unheimlich gut umgesetzt. Und dementsprechend habe ich kaum Kritik an diesem Buch auszulassen. Das Einzige, bei dem ich nicht zu 100% überzeugt war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es genial fand oder total bescheuert. Ich finde es immer ganz wichtig, nicht davon zu sprechen, ob man jetzt mit einem Ende gerechnet hat oder nicht. Von daher verzichte ich auf solche Formulierungen. Aber ich glaube, ja, man kann ein bisschen was damit anfangen, wenn ich darüber spreche, ob das Ende nun rund wirkt oder ob es insgesamt nicht so rund wirkt. Und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher und dementsprechend würde ich den Optimierern keine ganzen 5 Sterne geben, aber 4,5 sind sowas von drin und dieses Buch ist ganz knapp daran vorbeigeschrappt, ein Jahreshighlight zu werden. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Lust auf dieses Genre habt und einfach auch mal eine Dystopie aus Deutschland lesen wollt, die auch in Deutschland spielt. Und alles in allem war es einfach ein sehr gelungenes und erfrischendes Buch. Und ja, das war's dann auch schon von mir. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust auf eine solche Geschichte habt und ob ihr es vielleicht schon gelesen habt. Das finde ich natürlich immer ganz besonders spannend, wenn ich andere Meinungen zum Buch höre. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!